Ich bin Theod Wertmann, Architekt aus Kappeln und bin mit der Sanierung der Propsteikirche beauftragt. Wir haben im Mai mit diesen Arbeiten begonnen. Zunächst hat die Kirchengemeinde in einer großartigen Aktion die Kirche ausgeräumt. Danach konnten die Firmen dann mit den Abdeckungsarbeiten und Vorbereitungsarbeiten beginnen. Gleichzeitig wurden die Einrichtungsgegenstände ausgebaut und nach Paderborn zu einer Restaurierungsfirma gebracht. Mit den Arbeiten wurde dann begonnen, und zwar erstmal der Putz und die Reinigung der Wände, der Ausbau der Orgel und der Sanierung des Sockels von außen. Wir sind im Moment dabei, das Ausmalungskonzept zu entwickeln und werden dann in Kürze mit dem Anstrich beginnen. Parallel dazu laufen schon Sanierungsarbeiten an der Ausstattung und in Kürze auch die Sanierung der Deckengewölbe und der Wandgewölbe. Wenn diese Arbeiten durchgeführt wurden, beginnen wir mit der Sanierung der Altäre. Wir hoffen, dass die Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sind. Vorher müssen aber noch Elektroarbeiten, Beleuchtungserneuerung, Tischlerarbeiten und Fußbodenüberarbeitungen durchgeführt werden. Das heißt, es sind noch ganze Menge Arbeiten zu erledigen.